Sehen aus, als müssten wir in Höhle. Oh nein. Ukars, Kars. Jetzt zündet nicht meine Leute an. Das Problem ist, ich kann ihnen gerade nicht helfen. Eigentlich wollte ich ja das nicht. Warum habe ich denn mein Wurfmesser nicht auf Tasche? Boah, Alter, dieser Furz im Glas, der macht mich aber hier ein bisschen träge, Alter. Ich kann sogar nicht zielen. So ein Frauenkopf. War das eine Frau? Ich will gar nicht wissen, was sie mit der gemacht haben. So, jetzt können wir unendlich laufen. Na gut, dann müssen wir die Schnellreise zumindest nicht mehr machen. So, nächster Ort ist hier. Ja, das ist echt krass, Mann. Ihre kranken Götter haben sie angebetet. Menschen opfern, Menschen essen. Ich bin sauer. Na, was sagen du jetzt, hä? Hey, was macht denn der... Was macht denn der Hund hier? Nicht angreifen. Schön herkommen. Was ist eigentlich schon wieder mit dir los? Warum bist du denn schon wieder verletzt? Ich habe dich doch geheilt beim Aufstehen. So, wir nehmen aber nicht mehr lange auf. Ich bin jetzt nämlich schon bei 80 GB nur noch. Ich muss ja auch noch ein bisschen Platz lassen zum Cutten und zum Rendern. Das heißt, wir machen die Mission noch und dann war es das mit der heutigen Aufnahmesession. Dann sind da schon wieder 5,5 Stunden rum. Das war, glaube ich, eine gute Zeit zum Aufnehmen. So, das nenne ich mal einen Headshot. Ha, schön ins Auge. Dreckschwein. Ach so. Das kann nicht sein, der Ort, wo Takar sein dachte. Ich höre Venya. Sind auf jeden Fall welche in der Nähe. Oh, guck mal. Was ist denn hier los? Interessant, was ist das denn hier für ein Ort? Hier muss irgendwas Warmes runter sein. Weil, guck mal, der ganze Rasen ist verdorrt. Das ganze Wasser ist verdampft im Boden. Lass uns hier bloß abhauen, Tus. Weiß, was da gleich ausbricht. Ey, haben wir Vulcano. Lief erst gestern im Fernsehen. So, Stammeskonflikt. Töten! Schon wieder. Was ist denn das hier? Ein Ort, den man noch entdecken kann? Habe ich den übersehen? Irgendwo hier war ein Fragezeichen, gerade auf der Minimap. Interessant. Hm, wo ist da wohl? Wo ist da wohl? Ist in die Richtung? Merkwürdig. So, wie schaut's denn aus mit den Sammelobjekten? Sind hier noch welche? Habe ich irgendwelche übersehen? Nee, ne? Weißt du, ich glaube, das Schlauste wird, wenn wir die noch machen, die beiden Sammelobjekte einsammeln, das Fragezeichen kurz abchecken und dann haben wir es eigentlich. Dann haben wir das ganze Gebiet abgeknuspert. Na, da können wir, glaube ich, noch lange nicht rein. Sehr schwer. Gibt viele XP. Keine Ahnung, aber es gibt sehr viele XP. Das ist gut. Takar sei misstrauisch. 100 Fuß noch. Tus, sei vorsichtig. Takar haben ungutes Gefühl in Uringegend.
Auch hier wieder. Boden verhalten sich wie Herbst. Wie er bei seinem Winter. Sehr skurril sein. Da sein Fackel, hier sein Menschen. Vielleicht wenn hier sein Udam. Vorsichtig. Wow, 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 wow. Oh, wow, was ist hier los? Achso, ein Giftwerfer. Ups, müssen wir mal kurz hier. Nee, 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 nee. Ach, Mist. Da hinten kommen sie. Hier sind sie alle. Ah, fuck. Ich hab's gehört, da war eine Steinschleuder. Einer hat mir einen Stein gegen den Kopf geworfen. Hat aber einen Schädel mit eingeschlagen, nicht schlecht. Ja, sowas kann passieren. Ich habe leider den Trompetenheini habe ich leider übersehen. Schöner Mist. Naja, geht halt nicht anders. Wer blind ist, bestraft das Leben. Wenn er nicht von Natur aus blind ist. So. Diesmal Taka sein gespannt, ob es schaffen wird. Voll daneben. Voll in die Person rein, aber voll daneben. Das gibt's ja nicht. Hier, er hier. Blöden Blasrohrtür, blöden Trompetenbärns, Alter, haben auch Steine dabei. Oh fuck. So, warte mal. Ich muss mal kurz mein ultimatives Zeug hier essen, dass ich nicht andauernd von irgendwas angegriffen werde. Ich schaff's kurz im Glas. Du blöd, ne? Wenn du keine Verstärkung holen kannst. Oh, voll die falsche Sache geworfen. So, den haben wir durchsucht. Da liegt der andere Pisser. Na, Taka dachten, er hätte dir Schädel abgeschlagen. Leider nein. Ja. Komm her. Ja. Hast du brav gemacht, du sein treuer Begleiter von Taka. Ich habe dich lieb, mein kleiner Tubs. Mieze Tatze. So. Suchen wir noch die beiden und dann geht's weiter hier. Gespeichert! Was immer das sein? Ja, aber es ist echt gut, wenn man sich sowas einwirft, kurz vor zum Glas, dann... Ist echt gut. Wie kommt man da denn jetzt hin? Oh, vor allen Dingen, da war doch eine Schlucht eingezeichnet, warum... Da war definitiv eine Schlucht eingezeichnet. Warum ist da keine Schlucht mehr? Ah, ich sehe, warum Frühling anfangen. Wir sind wieder fast in Heimat. Mieze-Tatze. Taka sein bald wieder zu Hause. Dann dir zeigen neues Zuhause. Taka haben vielleicht Pech. Sammeln Objekt. Seien vielleicht unterirdisch. Er hört es.
Irgendwo ist es hier, ich höre es auf jeden Fall. Da liegt es. Ach, das ist gar keine Schlucht. Das ist hier oben der Berg und das ist der Abhang davon. Okay. Takar müssen da wieder hoch. Takar haben so eine Ahnung, dass wieder oben sein auf... Hand von Talia sein wieder oben auf Bergspitze. Michael! Lappen hat denn da die Steine wieder so hingelegt, hä? Takar mögen das gar nicht. Der Winter sind vorbei. Takar haben viel gelernt in diesem Gebirge. Ja. Ah, wir müssen doch hinunter. Takar sein gespannt. Ah, halt dich doch. Hä? Okay. Takar sei ein bisschen verwundert, was hier los sein. Boah. Das war knapp. So, Takar müssen irgendwie hier rüber. Blöder Stein. Ja. Gesäubert. Gesäubert. Sehr viel gesäubert. Takar kommen gut dabei, kommen gut voran, Uhrzeit aufzuräumen. Hier sei noch eine Höhle. Aber Takar fangen jetzt einen neuen Feind in nächste Jagdsaison. Blutfang Säbelzahn. Dem bösen Bruder von Tus. Wie komme ich denn überhaupt hin? Ich würde mal sagen, wir reisen nach Hause. Ich glaube, das ist so ganz gut. Dann können wir da erstmal wieder ausspannen. Takar sind endlich wieder zu Hause. Herrlich. 2000 Schritte. Tus, lass uns anfangen zu zählen. Schön, schön. Ja, das ist echt gut. Ja, haben wir die komplette Nordwelt bis auf jetzt, die, wo wir das Bollwerk haben, komplett abgeknuspert. Das heißt, wenn wir das letzte Gebiet dann noch machen, jetzt im Süden, können wir uns auf den Isilas langsam vorbereiten, auf die Feuertypen, die wirklich ganz schön hart drauf sind. Ja, hier die Mammutbäume, geil. Und das sind noch kleine. Siehst du, ein gleich ganz anderes Biom, das sieht tausendmal besser aus. Großer Gewalt. Endlich wieder in friedvolles Land. Nur noch böse Tiere. Und selbst die lassen einen in Ruhe. Siehst du? Selbst die Leute erkennen, dass sie keinen Stress haben wollen. Takar bald zu Hause bei Freunde und Familie. Und bei kleinem blauäugigen Kind. Vielleicht sein meins. Takar nicht wissen. Bunga Bunga mit vielen Frauen.